Dazu kommt, dass ich mich mein Leben lang gegen Rassismus, Nationalsozialismus, gegen jegliche Art von Ungerechtigkeiten gestellt habe und mein Leben lang versucht habe, anderen Menschen zu helfen. Selbst mit meinem YouTube-Kanal versuche ich Leuten Kraft zu geben, die unter Mobbing leiden. Denn nichts anderes ist es, was man mir antut. Warum ich heute Morgen. Mach Mut, halt's Maul! Du kommst hier ins Land und reißt die Fresse auf, um meinst du den Max markieren zu können. Geh in den Dönerladen zurück und halt die Fresse. Pissen die sich immer. Ähnlich über die Hater. Haust du einem Hater auf die Fresse, hauen sie alle ab. Jetzt sind wir Schiss kriegen, die Feiglinge. Ganz ehrlich, wenn ich wollte, würde das mit einem Finger schnipsen, könnte ich hier mindestens 30, 40 Skins aufmarschieren lassen. Aber was würde das nützen? Und ein Haufen, und ein Haufen. Ja, ich meine damit natürlich schon Nazis. Ich bin zwar keiner, aber ich kenne halt Leute, die das sind. Und davon sind halt ein paar ehemalige Kumpels dabei. Das würde mich nur einen einzigen Anruf kosten. In 10 Minuten wäre das erledigt und in 20 bis halbe Stunde würden dann plötzlich 20, 30 Mann vor meiner Tür stehen. Mit dem Rücken zu meinem Haus, nicht mit dem Gesicht zu meinem Haus. Ich habe keinen Kontakt zu Nazis, ich habe Kontakt zu einigen Kumpels, die Nazis sind. Das ist ein Unterschied. Halte dich halt mal da fest, du Affennägel! Nico. Ich will nichts sagen, aber dir steht nicht zu, anderen Leuten zu befehlen, dass sie ihren Namen ändern sollen. Außerdem ist Zigeuner Toni schon ein ziemlich lange, öfter schon dabei gewesener Zuschauer. Soweit ich mich jetzt erinnere, hat er sich bisher immer gut verhalten.